Hallo! Hi! Willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Ich bin hier zu Hause, ganz allein, ist der Wahnsinn. Ich habe erst später Uni. Mein Laptop kommt gleich an. Das wird so abgefuckt und crazy und scheiße. Und ja, eigentlich nicht scheiße, Hauptsache crazy und cool. Denn kann ich unterwegs schneiden, das wird richtig krass. Ich werde versuchen, diesen Vlog unterwegs dann zu schneiden, wenn ich Premiere tatsächlich installiert bekomme in der Zeit noch. Weil, hab dann bald Uni, wird knapp, wird stressig, wird cool aber trotzdem. Und ja, wird ganz gediegen. Leute, das ist der Wahnsinn. Ich bin ein bisschen krank gewesen, beziehungsweise ich bin auch noch ein bisschen krank. Ah, mir geht's schon wieder ein bisschen besser und da ist ein blauer Screen. Den muss ich mal ausmachen. Was ging in meinem Leben so ab? Ich war Mario Odyssey spielen ganz viel. Hab jetzt, glaube ich, schon fast 400 Monde. Bin ziemlich stolz auf mein Leben. Meine Katze will rein. Gehen ganz kurz mal runter. Ich habe viel zu viel Zeit in der Uni verbracht, dann wird mein Essen gerade warm. Ich habe richtig viel Shit gemacht. Richtig viel. Hilfe. Eine Sekunde. Lotte? Lotte? Komm her! Na komm! Auf, rein mit dir! Na los! Auf! Komm! Ja, fein! Ja. Na, auf jeden Fall überlebe ich gerade sozusagen die ganze Zeit noch so ein bisschen die Uni. Versuche den Weg dahin am besten zu überleben, weil die Uni an sich ist mega krass. Ich fühle mich wie in Hogwarts. Ich fühle mich wie so ein richtig auserwählter Dude. Weil jedes Mal, wenn wir... So, ne? Jedes Mal, wenn wir da sind, kriegen wir so richtig krasse Vorlesungen und kriegen gesagt, wie cool wir eigentlich sind und was wir für Glück haben, da zu sein. Und oh, das heißt... Und ich bin richtig happy über meinen Studiengang. Es macht... Du kriegst doch gleich was. Es macht mega Spaß. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur krass. Aber das Einzige, was mir momentan das Genick bricht... Heiß! Was mir momentan das Genick bricht, ist die Fahrt dahin. Denn ich bin fucking lang unterwegs. Das Ding ist nicht mal die Verbindung. Die Verbindung an sich dauert vielleicht 40 Minuten. Aber das Problem... Das Problem ist, dass eben diese 40 Minuten nicht unbedingt immer stimmen, weil ich 3 Minuten Umsteigezeit habe. Aber meistens mein Zug 5 Minuten später kommt, weil mir erstmal die 10.000 Kinder entgegenkommen. Und das ist einfach nur abgefüllt, das ist mega nervig, mega uncool. Und deswegen sterbe ich so langsam ein bisschen vor mich hin. Der Weg dahin ist einfach nur der absolute Horror. Und deswegen ziehen wir ja um. Und zum 1.12. fängt unser Vertrag an. Wir können wahrscheinlich Mitte November einfach umziehen. Das wird richtig cool. Mein Arm wird langsam schwer, ich muss den Arm wechseln. Und das ist sozusagen jetzt der Plan. Umziehen, dann richtig cool Vlogs daraus machen und, keine Ahnung, die Zeit ein bisschen effizienter nutzen, als die ganze Zeit hin und her zu fahren. Weil das fuckt mich momentan ein bisschen ab. Ich komme zu gar nichts. Weil ich einfach, ich weiß auch nicht, weil ich so viel einfach nur unterwegs bin. Ich will morgens um 6 Uhr los, um 8 Uhr in der Schule zu sein. Und dann komme ich irgendwann um 10 nach Hause, obwohl die Uni um 8 zu Ende war. Das ist halt schon nervig. Könnte man eventuell ein bisschen effizienter nutzen. Das macht mich ja ein bisschen, traurig, wenn ich dann so die Zeit so voll verschwende quasi. Deshalb, yo, Umzug ist im vollen Gange. Bald. Ich habe bald auch Geburtstag. Da muss ich auch gucken, was ich dann genau mache. Habe noch nichts geplant. Ich glaube, ich werde auch nicht viel machen dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht irgendwie danach oder so mal, weil direkt an meinem Geburtstag habe ich irgendwie keine Lust. Ist jetzt alles so, ich meine, ist jetzt diesen Samstag, ist alles ein bisschen drunter drüber. Vielleicht gehe ich ja heute, gehe ich dann noch streamen oder so oder irgendwas in der Richtung machen, weil mir fehlt es ein bisschen Videos machen und so ein Shit. Alles ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass mein Laptop jetzt ankommt, dann halte ich euch am Laufenden. Dann geht's auch direkt weiter, dann zeige ich meinen crazy Laptop. Und jetzt esse ich erstmal was. Bis gleich. Oh boy, oh boy, oh boy. Guck mal, was da angekommen ist. Das ist der Wahnsinn. Nur eigenhändig. Keine Eislieferung an den anderen Typen, der neben mir wohnt. Hammer! Okay, wir packen das mal kurz auf. Mit einer Schere. Oh, ein Stativ für sowas, verdammt, egal. To the Odyssey. Oh Leute, ich habe einen richtigen Ohrwurm, ist der Wahnsinn. Leute, was machst du da? Alles gut bei dir? Oh, holy Jesus! Oh, das ist aber ganz schön schwer. XM fucking G! Meine Linse ist beschmutzt. Halleluja! Halleluja! Hammer, es gibt einen Gott. Ich würde sagen, wir machen das ganz kurz mal auf und schauen mal an, was drin ist. Hammer! Ui, ui. Ah, okay, mir ist gerade irgendwie alles entgegengekommen. Hier ist das gute Stück.
Das sieht schon mal ziemlich nice aus in Verpackung. Und da haben wir ein Netzteil, einen Stecker zum Netzteil und den Akku und Perlen. Perlen. Kann man das sehen? Ist das möglich, dass das zoomt? Ich weiß nicht genau, was. Egal, wir schauen mal rein, was das Ding hier so drauf hat. Hammer! Okay, wir haben das Teil hier jetzt schön in so einem Stoffding eingepackt. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ich werde es einfach mal rausziehen und, ja, das war die falsche Seite. Gut, dann machen wir das Ganze mal rumdrehen und wir sehen, ui, schön eingepackt, mal mit zwei Händen. Oh. Hammer, mein neues Arbeitsgerät. Hallo, da bin ich. Oh, fühlt sich das gut an. Oh. Das ist echt nice. Die Tastatur leuchtet auch in unterschiedlichen Phasen. Also man kann irgendwie da grün, da blau und da rot machen oder sowas. Ist schon mal ganz nice. Es fühlt sich auch richtig geil an. Ich meine, ich habe es schon gesehen bei meinen Freunden, weil die haben sich den alle auch geholt. Es haben sich ziemlich viele Leute diesen Laptop geholt bei uns im Studiengang. Weil der einfach, naja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt mega krass ist. Und ich würde sagen, ich guck mal rein. Ich versuche mal zu installieren, schau mal, was dabei so rauskommt. Und ich muss sagen, das Ding ist nice. Da sind auch noch so ein paar Sticker dabei gewesen. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade sind. Da XMG-Sticker hier. Ich werde die nicht drauf machen, weil die grün sind. Ich habe mir ganz, ganz, ganz viele andere coole Sticker gekauft. Die kommen zwischen dem 6. und 8. November an. Und dann werde ich da ein paar coole drauf machen. Welche das dann sind, kann ich euch dann zeigen. Die sehen eigentlich richtig cool aus. Und ja, ich werde jetzt mal schauen. Ich werde den mal aufmachen. Beziehungsweise ich werde den umdrehen und den Akku reinpacken. Und dann werden wir uns gleich sehen, wenn er fertig ist. Beziehungsweise wenn dann die ganzen Sachen installiert sind, wenn ich in der Uni bin. Mal gucken. Bis gleich. Woo! Ich bin Karl. Oh nee! Halt deine Schnauze. Oh Gott, nein! Also eins kann ich sagen. Die Installation von Windows ist echt nerviger geworden. Jedes Mal aufs Neue mit einer neuen Version. Oh mein Gott, ist Cortana ätzend. Okay, also Minecraft scheint es nicht zu jucken. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe auch mal nachgeguckt nach den Benchmarks. Anscheinend soll das auch Overwatch crushen können, so in Ultra 70 FPS. Was auf jeden Fall besser ist als mein PC. Und der PC ist, der ist echt riesig. Ich muss gucken, ob ich meinen PC dann verkaufe. Ob ich den noch brauche dann. Und wie das dann alles wird mit dem Arbeiten und so weiter. Ich gucke erstmal, wie man darauf schneiden kann und sowas. Wird mich alles ziemlich krass interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und dann gucken wir mal, wie das dann läuft. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt gerade meinen Laptop ans Lenkrad angeschlossen. Overwatch wird installiert. Die ganzen anderen Programme auch noch. Maya habe ich installiert für die Uni. Minecraft. Und ich glaube, ich bin ready. Ich will neues den Adam-Video drehen. Hey Leute, ich bin's Halbzwilling. Und heute drehen wir den Hallway Crack. Okay, Status-Update. Ich habe es nicht geschafft, in der Uni zu schneiden. Ich habe auch sonst nichts geschafft irgendwie. Ich habe gestern versucht zu streamen. Ich habe meine Haare irgendwie hier so. Gut, das lassen wir so. Perfekt. Ja, ich habe irgendwie gar nichts geschafft. Gar nichts auf die Reihe bekommen. Richtig nice. Ich versuche jetzt noch was zu schneiden. Ich werde jetzt versuchen, meinen PC aufzusetzen und darüber dann zu streamen und gleichzeitig den Stream mit meinem Laptop aufzunehmen. Also ich versuche quasi dann Adventure Maps aufzunehmen und die dann da zu spielen. Wird kompliziert, wird crazy. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich muss jetzt meinen ganzen PC auseinanderbauen und irgendwo nebendran packen, damit der schön mobil ist und so, weil ich hier wieder ausziehe. Und ich das ja nicht alles nochmal machen muss. Und nice Geschichte. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.